wir machen, Alter, nur wegen dem blöden Kamikaze, ey. Und ich will dich jetzt anschreiben, du fucking Motherfucker. Lern jetzt mal für mich fliegen, Alter. Ey, kannst du mal wieder einkaufen? Fuck, ich das hier hinzu. Ganz ehrlich, für wie einschätzen? Da fällt einer nach B, oh, okay. 31, 34, 48. Oh, da sieht man ihn aber nicht an. Der Dieter Stolz geht am McDonald's. Kommt auch da eine Gefahr. Also ich hab mich gerade gedreht, Alter, weil er mich nicht gesehen hat. Wollte den einen reinwichsen, Alter. Das ist 33, sagt er. Ich bin 40. Oh, sie haben sie aber gut gehalten. Er fährt nach Hause mit dem Bus. Freut sich, als hätte er seinen Puls für dich. Als hätte er Nemo gefunden. Sitzt auf der Bank neben der älteren Dame. Und er fragt die ältere Dame, ich will die gar nicht sterben, aber für wie alt schätzen sie mich? Und die ältere Dame, junger Mann, meine Augen sind nicht mehr so gut. Aber wenn wir früher rausstehen wollen, wie alt jemand ist, mit dem in die Hose gegangen. Guter Junge. Alter, 40 Sekunden, ey, ich krieg einen Vollbart. Ja, ich, vor allen Dingen hab ich schon einmal selber repariert. Ja, sicher, ey, die Jacke, du musst sie verkleiden. Sie sind 40 Jahre alt. Ja, du hast keine Ersatzteile, ne? Nicht mehr. Nein, du hast gar keins, weil du kannst einmal grob reparieren, dass du noch schießen kannst oder so. Und danach kannst du nur noch um Hilfe anfordern. Wer hat schon die Geld? 9 Uhr von dir. Hoch. Kommt jetzt runter, nach rechts runtergeflogen. Das war schon mir. Ein Treffer. Nee, ich hab ihn wieder erst. Naja, mit der ist echt schwer. Ich hab's auch noch nicht so richtig raus mit der. Oh scheiße. Kannst besser Panzer jagen mit dem. Ich schreit an dem Schuss, weil mich dann zu beleid, weil. War jetzt drauf. Hat der Chef, weiß ja was, wer immer wenn mir so geht, dann bin ich immer zu Hause gewesen, hab mich von meiner Frau oral befriedigen lassen. aber ich melde mich gleich. Er meldet sich eine halbe Stunde später und sagt so, Chef, ich komme arbeiten, übrigens eine schöne Wohnung hast du. Wir sind ja hier live, öffentlich, rechtlich. Aufs Röhre. Ich weiß gar nicht, ist das... Sind wir hier gerade live drauf? Also, haben wir da gehört, dass eine... ruft? Ja. Oh, scheiße, ja, komm. Arsch, leck mich die durch. Ich war jetzt hoch, auf Platz 3, weil auf dem Hasen geht zum Arbeitsamt. Der hieß Bundesregierung, echt jetzt? Dreck, wo kam der denn jetzt her? Wo kam der denn jetzt her? Nein! Der lacht sich selber immer noch in den Twitter. Er sagt nur, verstehst du? Ja, seit 50 Jahren. Alter, spreng dich, du hast doch eh keine Chance mehr, Junge. Ein Mann geht zu einem Schneider und sagt sowieso hier beim Anzug. Der Schneider sagt, hier ist die Hose, schlüpft sie mal rein. Der zieht die Hose an, eine Bein zu kurz, viel zu lang, oben schlecht geschnitten. Der Schneider sagt so, geht mal ein paar Meter nicht. Der Schneider so, dann trinkt man gut. Ist ja schon kennt, probieren Sie das mal an, ne? Und er, genau dasselbe wieder, hier zu kurz, da zu lang, oben schlecht, geht mal ein paar Meter. Der angekostet. Er bezahlt, geht raus, geht so über die Straße. Hier laufen zwei Männer. Der eine, guck mal, die arme Sau, der hat auch verwachsen. Da war ein guter Schneider, hat er. Mein Vater freut sich immer, wenn er... Für mich gehört auch Platz 1 schon lange. Ich bin ja so...
Wir haben hier Flugzeuge und da ist ein Pilot, der vermisst. Wir haben nach der Durchsage das Mikrofon auszumachen. Sag zu deinem Co-Pilot, so, jetzt geh ich erstmal kacken. Und dann merkt die blonde Stewardess auf Vögel. Und jetzt hört er die in den Flieger rennen und fällt auf die Fresse. Sagt der Passagier ganz ruhig, der ist ja erst noch kacken. Hört schon lange auf eins. Nicht erzählen. Chinesische Flagge, ganz böse. Ich hab's gemerkt. Stehen viele an der Theke. Ist ja hochgewickelt. Meine Ex, die wollte, die hat doch ein iPhone, da hat sie noch Gesichtskenner. Aber die so voll, da hat der Gesichtskenner sie nicht mehr erkannt. Die so. Wollte ein Taxi bestellen. Da gibt sie meiner Freundin Jackie, da geht die, probier du mal. Warum soll sie Jackie? Oder ich habe eine Bekannte, wir waren im Urlaub, hat die vier Bier mitgebracht. Und wir waren zu dritt. Alter, was ist das für ein Japs? Der hat mir gerade einen Satzungsmittel gekillt. Und ich ganz schlecht. Bei den dritten gibt es 2x2. 4. Oh, klasse, wie kam der drauf? Ganz einfach, ich habe 5000 durch Mittwoch geteilt. Ein Typ gegenüber einer Wiese und sieht einen Brunnen und denkt sich, wie tief ist wohl dieser Brunnen. Ein kleiner Stein wirft ihn da rein, hört aber nichts. Denkt, er braucht bestimmt einen größeren Stein. Nimmt einen großen Stein, wirft ihn da rein, hört wieder nichts. Hört aber hinter sich im Geräusch. Einen Ziegel kommt im Vollgalopp auf ihn zugerannt. Er dreht die um und die kommt im Springer wie zu im Netz und geht zur Seite und die Ziegel steht in den Boden rein. Er denkt, oh, Papa, bitte. Auf einmal kommt ein Bauer und sagt so, entschuldige, dass ich frage, haben die irgendwo meine Ziegel gesehen? Ja, die ist gerade auf mich zugerannt und in den Boden reingesprungen. Das kann gar nicht sein, die haben ja so ganz schweren Stein festgemacht. Thank you.